Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, euer Ruf ist sehr laut und er ist auch sehr richtig. Und wir haben ihn in Düsseldorf auch gehört. Und ich darf euch die herzlichen und solidarischen Grüße der SPD-Landtagsfraktion überbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Corona wirkt momentan wie ein Brennglas. Alles, was gut läuft, das sieht man. Was schlecht läuft, sieht man auch. Und wenn was schlecht läuft in den Unternehmen, dann muss man daran arbeiten. Und da braucht man Zeit für. Und deswegen haben wir auf Bundesebene dafür gekämpft, dass das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängert wird, damit die Zeit da ist, diese Umstrukturierung im Unternehmen hinzubekommen. Ich will euch aber auch sagen, was Corona nicht ist. Corona ist keine billige Ausrede für Geschäftsführungen, die den Wandel verpennt haben, wie hier bei euch in euren Unternehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Corona trifft viele, viele Branchen. Und bei uns im Bergischen kommt der Strukturwandel hinzu. Und deswegen werden wir davon besonders hart getroffen. Und da brauche ich eure Unterstützung. Denn wenn wir in Düsseldorf über Strukturwandel reden, dann denken meine Kolleginnen und Kollegen im Landtag immer ans Ruhrgebiet oder an das Rheinische Revier. Und da muss ich immer sehr laut sein. Und da brauche ich eure laute Unterstützung, um deutlich zu machen, dass dieser Strukturwandel für uns hier im Bergischen eine ganz große Herausforderung ist. Ich wünsche euch für diesen Weg viel Erfolg, viel Glück und ihr habt starke Partner, solidarische Partner an eurer Seite und ihr habt mit der IG Metall die stärkste Gewerkschaft, die größte Gewerkschaft der Welt an eurer Seite und deswegen wünsche ich euch viel Erfolg für diesen Weg. Glück auf!